Marlon, die folgenden Kämpfe wurden von einem Anfänger bzw. mittelmäßigen Spieler des Genres vorgeführt. Falls Sie Tipps in Sachen Gameplay von diesem Spiel suchen, sind Sie in diesem Video falsch und sollten sich besser an echte Profis wenden, die sich im Spiel besser auskennen. Ansonsten wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Video. Ja, hey, willkommen, mein Name ist Nero LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Für die Wii U. Mein Gott, warum will ich immer erst Brawl sagen und dann Nintendo DS oder irgendwie sowas? Hart auf hart! In der letzten Folge haben wir mit dem Duck Hunt Duo gespielt und jetzt spielen wir, werdet ihr jetzt sehen, 1 gegen 1. Die Überraschung, wer wird es sein? Habt ihr schon längst gesehen, den Titel, verdammt. Überraschung zunichte gemacht. Ja, wir spielen jetzt mit, wo ist er hier? Zelda. Natürlich in Pink und Blond. Schön. Mit Zelda tue ich eigentlich immer nur den Angriff hier spam. Wird eigentlich nicht so intelligent, glaube ich. Aber irgendwie kann ich die nur so spielen. Ja, natürlich ein bisschen anders noch spielen. Dieser Kampf ist was? Zählt zur Eroberung, okay. Ja, der macht mich wahrscheinlich fertig. Gegen Little Max habe ich nicht so gute Chancen, habe ich so das Gefühl immer. Ha, was du denn? Babs. Ah, wartet der, bis ich näher komme. Ah. Und soll das? Soweit er, wenn er sein Ding voll hat, setzt er bestimmt sofort ein. Irgendwie schaffe ich das nicht gegen den. Nee. Verdammter Dreck. Er ist so sehr auf Nahkampf ausgerichtet. Gehen wir auch mal in den Nahkampf. Ich wusste es. Wie schnell die ihn immer so voll einsetzen, ey. Also in K.O. Punch. Was soll ich denn gegen Little Mac ausrichten mit Zelda? Ja. Vergebene Punkte 1, cool. Was auch immer das bedeutet. Gibt es da irgendwie mal so einen Charakterpol, glaube ich, der immer läuft? Oder ist okay? Ist mal jemand anders? Brauche ich auch gar nicht wechseln. Oh. Ja, mit Zelda nicht so gut, habe ich so Gefühl. Ah. Ist ja die gleiche Farbe wie ich. So, den Angriff muss ich öfter einsetzen. Ich habe irgendwie gar nicht dazu. Oh nein, ein Lukas. Das ist nicht gut, aber da. Ma. Ach, den machst du. Stimmt. Ich bin auch erst eine Sekunde raus gewesen, ey. Der kommt direkt hier mit einem Spike. Boah, der war ich auch schon mal besser. Mal mit. Ah, jetzt nutzt er voll aus. Das leckt mich. Lässt sich aber upgraden, habe ich so das Gefühl. Ah, was soll ich denn dagegen machen schon wieder? Da kann man Sachen absorbieren. Ja, immer so gierig auf Spiken sind. Na, guck dich da an. Es könnte dadurch runterfallen. Meine Güte. Ich setze halt nicht zweimal hintereinander ein.
Ah. So, okay, dass der absorbieren kann, Mann. Ah. Ah. Ich setze dich zweimal hintereinander ein. Ich weiß, dort was dann absorbierst. Also kacke, dass der so viel direkt dadurch zurückbekommt. Mann. So. Wenn wir so auf die Luftangriffe versuchen, die sind, glaube ich, ein bisschen besser mit Zelda. Bams. Doppel-Knockout. Mein Gott, wie zielt der denn? Ja, und da ist er ausgeflogen. Ich auch mal öfter einsetzen. Ha. Ah. Nee, den Kampf verliere ich auf jeden Fall. Ich weiß, dass du halt direkt machen wolltest. Oh Mann. Wir sind mehr abgezählt. Was? Damit kann man angreifen? So, wann das denn? Was? Okay, wenn er ihn deaktiviert. Ah, ist echt gierig, da auf mich rauszuhauen, habe ich das Gefühl. Auf damit. Ja, ne, von hinten eigentlich muss da klappen. Der gibt das Match hier noch außer Hand, wenn er so weitergeht. Wollte mich jetzt echt damit ausklicken oder was? Meine Güte, ey, der hätte noch beinahe verloren, wenn er so weitergegangen wäre. Ah. Wie sei so klatsch, oh, ich bin euch alle um. Schön. Ah ja. Sieht aus wie hier so ein Charakter aus Mother, glaube ich. Also den sein wie. Egal, nächster Kampf, nächstes Glück. So wird so ein bisschen Pech mit den Charakteren, gegen den ich kämpfe. Solchen gegen das machen, der tut meine ganzen Angriffe absorbieren. Wie den hier, den ich so gern spam. Hm. Schon Mario Link irgendwie so. Boah, schon wieder Lukas, leckt mich. Ich kann das schon wieder absorbieren. Hoffentlich setzt er halt nicht so klug ein wie der andere. Ah. Scheint sogar noch besser zu sein, habe ich das Gefühl. Ah, ich habe schon geschützt. Wie? Setzen aber auch viele als Angriffsmove ein, was glaube ich nicht so intelligent ist. Oh Mann. So. Ich glaube, der weiß nicht, dass der den Angriff absorbieren kann. Oder benutzt er einfach nicht oft.
Und tschüss. Oh, der lebt noch. Ich muss schon einmal mit dem Fuß oder so treffen, dann muss er rausfliegen. Ja, oder er macht mit seinem Backthrow, verdammt. Hi, na, tschüss. Ich komme da nicht hin, hallo? Bin doch nicht irre. Und tschüss. So. Gut. Schade. Hat gut ausgesehen. Muss schon sagen. Nix da. Na. Sehr gut. Da alle sind sie immer so gierig. Der schafft das sogar noch. Ich krieg die Krise. Ja, wir haben schon einen Sieg. Möchte ich da auch noch mal kriegen hier. Was zum Teufel? Echt? Hab doch noch oben gedrückt, Mann. Oh, verdammt. Wird er sich die ganze Zeit gegen Lukas, ganz ehrlich. Ich habe schon allgemein nicht gern gegen den. Mit jemand anderen. Okay, danke. Finde ich nett. Ja, wer hat jetzt das Glück, gegen mich anzutreten? Kiri. Bass. Der Mega Man steuern. Wäre gar nicht mal so schlecht, finde ich. Au, wie kannst du es wagen? Wenn er spielt Mega Man. Wäre nicht so schlecht, auch verdammter Dreck. Das ist ja noch schlimmer. Ich bin eine Prinzessin, du musst mich retten. Oh, da ist die Mutter. Oh. Nein, wollte ich gar nicht. Ich treffe mit meinen Fuß nicht, was soll das? So, wie hat so wenig? Hätt mich. So bleibt man. Dann gibt es so Leute, die lassen sich so einfach treffen, verstehe ich nicht. Ja, mit dem Grab. Fire Emblem Charakter haben nicht so starke Grabs, glaube ich. Ja. Geh weg. So, versuch mich mal so zu graben. Der kommt immer zu mir hingerannt, grabt mich anscheinend. Ich wieder graben, ne? Na, schon wieder. Schon wieder wollte mich. So, denn das? Er macht echt nur das gleiche anscheinend. Was ist das? Was? Bams! Der Fuß. Gerechtigkeit, oder wie? Weiß ich nicht. Wie nennt man die? Status? Bams. Mann! Auf damit!
Jetzt will er nur kontern oder was? Meine Güte, ey. Ich glaube, eine Strategie nicht, kommt die andere direkt oder was? Okay, dann grab ich eben die ganze Zeit. Kann ich auch. Kann ich auch hier. Das ist so geil. Ich glaube, eine Strategie nicht, kommt direkt die andere. Boss hat am Link schon wieder. Oh Mann. Ist ein bescheuerter Kampf. Zap und weg ist er. Schon wieder einer dieser Kämpfe, die man als merkwürdig abstimmen kann. Aber einmal gewonnen, gut. Ha. Schön. Was zum Teufel? Kontert der die ganze Zeit mein Feuerball? Ja, war gut. Ich gut, aber manche Leute sich auf sowas einlassen. Stört ja keinen, oder? Thomas! Zelda. Ja. Okay. Thomas gegen Danilo. Mario, okay. Ich dachte, du tust gerne Prinzessinnen retten. Du schlägst mich, Mann. Ich dachte, du tust Prinzessinnen retten, Mann. Ich habe gerade gesagt. Der macht mich wieder fertig, ne? Ja. Wollte ich mich davon raushauen lassen, ne? Ah, der macht mich fertig, habe ich das Gefühl. Ja, bleibst du noch von mir stehen, Mann. Das klingt irgendwie sehr merkwürdig. Autsch! Von dem Angriff ausgerechnet. Mein Gott, der ist hyperaktiv. Der hat zu viel Kaffee getrunken, habe ich das Gefühl. Ah, mein Feuerball tut mehr weh. Manche Leute wirklich hier an eine Strategie mal feststecken, ne? Verdammt. Ich check den nicht mehr. Alter, ich drück die ganze Zeit B. Für den hier. Tschüss. Ich bin jetzt einmal rausgehauen. Jetzt aufpassen, hatte ich das Feuer nicht am Rand einsetzt. Da bin ich schon oft mit rausgeflogen. Kämpft mit dem hier. Tschüss. Ah! War nicht der volle Stiletto. Meine Güte, wie er immer den Angriff gemacht hat. Boah. Echt so Leute, die irgendwie so solche Moves immer trainieren.
Oh, da waren nur 4 Kämpfe, ne? Einer geht noch. Habe ich echt damit manchmal wirklich Leute gibt, die immer solche Abläufe trainieren. Würde mir doch irgendwie gar keinen Spaß machen. Egal, er hat ja gewonnen. Boah. Also will man sich ja nicht beschweren, ne? War ein Kampf noch. Eine Chance auf den Sieg. Jetzt gegen 1. Zelda. Spieler 2, okay. MB29. Ah! Ich wollte was ausprobieren, Mann. Ich habe schon ein paar Jahre mit der Musik. Mega Man. Oh, das könnte gut sein. Außer die Verbindung bricht jetzt ab. Wow, die. Boah, das ist ja richtig verzögert jetzt. Da kannst du ja gar nicht spät spielen. So. Ich drück jetzt B. Jetzt kommt dann erst. Ey, so kannst du nicht spielen. Ja, das kann ich auch nicht mehr. Ja, das konnte ich natürlich auch nicht. Was ich so zu retten, das wird richtig schwierig. Aber ich glaube gar nicht, wie. Das ist voll ekelhaft zu spielen so. Ja. Du kannst nicht spielen, Mann. Alter. So ein du kannst nicht spielen, Mann. Voll verzögert. Wenn ich in der Luft bin, habe ich schon verloren. Meine Güte. Ja, das ist doch kacke. Flieg raus. Weiß gar nicht, wie der. Bei dem ist halt eigentlich auch voll ruckeln, weil der hat auch voll die Glückstreffer, habe ich so das Gefühl. Ja, den hätte ich gerne zurückgeschmissen, aber so schnell geht das nicht. Boah, das war ekelhaft. Also sehr hat er noch nie geleckt. Der muss eine echt beschissene Verbindung haben. Ja, okay, er war. Mann, ich habe B gedrückt und dann irgendwie so 2 Sekunden später kam erst der Angriff. Boah, geh weg. Sogar App melden geht jetzt voll langsam. Na gut, aber ich würde dann sagen, das war's mit Zelda und mit dem heutigen Part. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Super Smash Bros. Für die Wii U. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.